Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Wir sind hier in Evrenzeki, jetzt am Hafen, und wir werden uns jetzt Evrenzeki, den Hafen, den Strand und ein bisschen von der Umgebung anschauen, liebe Leute. Weil es ist auch hier im Allgemeinen viel voller geworden. Wenn man diese Straße hier geradeaus weitergeht, kommt man bis nach Kumköy. Wir sind hier gerade vor der Neumannsbar. Bei der Brücke von Evrenzeki. Wenn man hier rechts weitergeht, kommt man gleich zu den Seher Hotels, Seashell Hotel, Komodo Hotel, Adalia Ocean Deluxe Hotel, Adalia Resort Hotel. Die sind alle dort in der Nähe, liebe Leute. Und hier sind wir jetzt am Hafen. Und hier soll es auch sehr viele Schildkröten geben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt hier sieht. Ich kann ja mal kurz runter gucken. Weil das Wasser ist auch einigermaßen grün. Es ist nicht so schmutzig, das Wasser. Aber ich sehe hier gerade keine Schildkröten. Und hier nochmal. Auf der anderen Seite sehe ich auch keine Schildkröte, aber da haben wir halt das Seher Hotel. Wir gehen mal kurz in Richtung Hafen und hier geht man auch bis nach Kumköy, wenn man diesen Weg immer weiter geht. Und man merkt schon, dass es hier viel voller ist. Das merkt man auch an der Stimmung, an den Leuten, die hier herumgehen, liebe Leute, am Strand von Evrenzeki. Und da sieht man auch schon Parasailing in der Luft. Heute am 14. April. Man sieht die Jetskis fahren da vorne. Und wir gehen gleich mal hier Richtung Kumköy. Nachdem wir hier am Hafen waren und uns in Richtung Side unten Richtung Çolak'le ein bisschen von der Höhe angeschaut haben, denn da, wo die Leute auch gerade hochgehen und auch die Umgebung besichtigen und auch da schöne Erinnerungsfotos machen, was auch sicherlich viele von euch gemacht haben, liebe Leute. Und hier einmal der Blick in Richtung Aydın Bay, Evren Beach, Drang Hotel, Semilla Hotel, und man sieht, dass der Strand voll ist. Und da werden wir auch gleich entlang gehen für alle, die sagen, ich komme morgen, ich komme übermorgen, ich komme nächste Woche. Es schaut so aus, die Leute sind im Wasser, die Leute sind am Baden bei 21 Grad heute. Ab Samstag haben wir hier 25 Grad in Side. Und man sieht überall, dass die Leute das schöne Wetter jetzt hier genießen. Man sieht überall Wassersportaktivitäten, ob Jetski, ob Parasailing. Da hinten ein Bananaboot. Und dann ist der Blick in Richtung Evrenzeki, liebe Leute. Und jetzt gehen wir mal weiter zum Hafen. Und hier nochmal das schöne klare Wasser, das kann man von hier oben sehen. Aber leider sind ein bisschen Algen da. Das ist sicherlich von der Reinigung noch, wo sie hier den Weg für die Boote aufgemacht hatten vor kurzem. Aber man sieht hier auch jetzt das klare Wasser, wenn man jetzt hier den schwarzen Algen weiter dorthin schaut. Der ausgezeichnet ist mit einer internationalen blauen Flagge, der Strand von Side. Ist jetzt hier deutlich zu sehen. In Evrenzeki. Der Blick nach Çolak'le. Da sieht man auch, wie die Leute das herrliche Wetter genießen. Das kann man von hier aus auch sehr, sehr gut sehen, liebe Leute. Ich denke mal, das könnt ihr auch sehen.
denn so schlecht dürfte die Kamera vom Livestream hier nicht sein, vom iPhone 12 Pro Max. Und hier natürlich klassisch sieht man immer ein paar Angler, egal zu welcher Uhrzeit man hierher kommt. Man sieht hier immer Angler am Hafen von Ebrenzeki. Hier sieht man immer Angler, liebe Leute. Und man sieht hier auch, wie klar das Wasser ist, auch im Hafen. Und da rast hier einer mit dem Jetski durch die Gegend dort hinten. Und hier nochmal der Blick. In Richtung Side. Nach Çolakle heute nicht, das machen wir dann höchstwahrscheinlich morgen. Da halte ich aber direkt auch beim Adalia Resort an und gehe von da aus in Richtung Çolakle. Aber hier sieht man auch der Blick in Richtung Çolakle, das ist bis zum Adalia Resort von hier aus zu sehen. Dass der Strand bis zum Adalia Resort gut belebt ist, aber ab dem Camellia Hotel dort vorne ist es noch sehr, sehr ruhig. Der Strand sieht sehr leer aus von hier, das sieht man auch. Und man sieht die Wassersportaktivitäten, liebe Leute. Und der Blick in Richtung Side, in Richtung Taj Mahal. Die Hotels haben ja aufgemacht, liebe Leute. Und man merkt es auch, dass hier sehr viele Leute vor Ort sind, wenn man jetzt hier auch am Strand ist. Es gibt auch natürlich hier nicht nur die Leute am Strand. Die Leute sind hier auch am Pool unterwegs. Man darf nicht vergessen, dass heute auch in Manavgat Bazaar ist und dass da auch sehr, sehr viele Leute gerne hingehen zum Einkaufen, zum Bazaar. Und wir gehen jetzt hier in Richtung Kumköy, sagen wir mal so, mal am Strand entlang. Und schauen uns mal die Umgebung an und gehen dann an der Straße vor den Hotels wieder zurück. Und man sieht hier überall auch die Leute, wie das hier alles genießen. Alle genießen die schöne Sonne bei 21 Grad, liebe Leute. Kann man das hier auch... Hier machen auch die Leute Erinnerungsfotos. Ganz kurz warten. Und hier nochmal der Blick zur Brücke. Hier sieht man noch einen Filmer. Und jetzt gehen wir mal hier in Richtung Kumköy. Hallo. Und schauen uns mal hier und so schaut es hier jetzt am Strand von der Nähe aus, liebe Leute. In Ebrenzeki, nachdem wir eben
uns das von da angeschaut haben, wo jetzt die Leute da stehen und auch in die Richtung schauen, sieht man jetzt auch hier, gehen wir hier auch gerade entlang und schauen uns hier natürlich an. Die Leute das hier auch genießen. Und man sieht hier auch, dass der Strand vom Aden Bay überfüllt ist. Zumindest ganz vorne. Dass hier ganz, ganz viele Leute da sind und liegen und alles genießen. Und man sieht auch die Leute überall im Wasser. Ist auch gerade hier kurz nach Mittagessen. Wir haben hier gerade bei uns 14.30 Uhr. Da hat jemand den Hut verloren. Das kann öfter passieren. Und man sieht überall die Leute schon im Wasser. Und man sieht überall Leute spazieren gehen. Hier kommt gleich das Parasailing auch. Du bist wahrscheinlich wieder runter. Das ist gerade die Landung. Hier sieht man auch in Evrensecki am Strand. Und so schaut eine Landung aus von einem Parasailing. Wir sind gleich unten. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen zur Seite gehen. Nicht, dass ich hier gleich einen Unfall habe. Oder fliegen wir jetzt los? Auch hier überall Leute am Strand. Und hier sieht man auch jetzt, wie klar das Wasser ist. Von hier aus. Also für viele, die jetzt eine Zeit lang nicht hier waren, man sieht, dass sich hier die Lage vieles normalisiert hat. Also Corona hin, Corona her, interessiert keinen mehr, wie es hier aussieht. Wir sind auch sicherlich alle geimpft, die hier sind. Dass sich hier der Strand in Evrensecki heute am 14. April schon so voll ist, hätte ich nie gedacht. Also viel muss ich nicht erzählen, das kann man alles hier sehen. Und hier sieht man auch viele Leute im Wasser, ne? Also kalt ist das Wasser nicht mehr. Und den Weg sind wir gegangen. Man sieht da auch die Leute am Strand, dass es hier immer voller wird. Oder vor den Hotels, man sieht überall Leute, liebe Leute. Und jetzt kommt hier
bei dem Taj Mahal Hotel. Jetzt erstmal ein bisschen leerer, weil hier der öffentliche Strandabschnitt ist, wo die Einheimischen auch zum Strand gehen. Aber die haben natürlich auch hier die Saison noch nicht eröffnet. Und so schaut es aus in Evrensecki, liebe Leute, am Strand heute zwischen dem Evren Beach und dem Taj Mahal. Es ist sehr voll geworden hier am Strand. Das kann man auch hier einmal sehen. Also es ist sehr, sehr voll geworden. Und nach dem Taj Mahal geht es da vorne auch wieder los. So nach der Kum Café beim Crown Palace, beim Crown Hotel, der Strandabschnitt. Ist es dann wieder auch sehr, sehr voll. Wir gehen mal hier beim Grand Hotel. Also es ist so voll, dass hier, schaut mal hier am Strand, ist doch ein Wall gebaut aus Sand. Also man sieht schon, wir gehen mal die Lücke da vorne hoch. Hier einmal die Sonne. Also die Sonne strahlt schon sehr, sehr schön. Mal jetzt hier hoch. Servus. Hallo. Und man sieht auch, dass die Strände, die Strandabschnitte gut besucht sind. Was ist das? Auch schwer mit Schuhen hier im Sand zu gehen. Ich mag jetzt nicht so in die Menschenmenge reinzugehen, weil vielleicht mögen auch viele nicht, dass man gefilmt wird. Aber hier vom Weiten kann man sehen, dass es einigermaßen sehr voll ist am Strand. Und wir sind hier gerade genau vor dem Royal Drang Hotel. Und das war gerade der Strand. Und jetzt sind wir hier an der Promenade. Also es ist sehr belebt geworden, wenn man das noch mit vor 15 Tagen vergleicht. Wir waren gerade, auch hier ist das Porzide Hotel. Hier das Drang Hotel, liebe Leute. Und vor den Strandabschnitten waren wir gerade. Jetzt sind wir hier genau vor dem Semilia Hotel und der Pool sieht sehr leer aus, aber der Strandabschnitt war sehr voll, das heißt die Leute sind lieber am Strand. Also man sieht hier, der Pool ist ganz leer beim Semilia Hotel, die Liegen sind alle frei. Die Leute gehen lieber zum Strand. Der Strand war nämlich von
dem Hotel sehr voll. Und hier sind wir jetzt gerade vor dem Aden Bay Kings Palace Hotel, was auch sehr voll war. Der Strand. Und hier sieht man auch vom Hane Family den Shuttle Service vom Strand hin und zurück. Und man sieht überall, dass es voll geworden ist. Bei dem Barut B-Suite Hotel war der Strand dafür leer, war nicht so voll. Aber hier beim Aden Bay sieht man schon wieder die vielen Leute. Hier bei Aden Bay, man sieht, dass das Hotel voll ist, aber Barut Sphinx ist leer. Aber das Aden Bay ist gut besucht. Und das ist hier nochmal die Promenade, die bis nach Kumkur geht. Und man sieht, dass die Leute noch Mittag essen, an den Tischen sitzen. Und hier sind wir beim Strandabschnitt von Aquamarine Hotel. Aber das Hotel scheint noch nicht aufzuhaben. Es hat noch nicht auf, das Hotel. Und bei der Hitze liegt hier auch die Katze. Und das war hier jetzt der Strand von Evrensaki. Der Hafen von Evrensaki, vom Hafen bis zum Dragon Hotel. Wir haben gesehen, es ist sehr, sehr voll geworden. Die Leute genießen die Sonne, die Leute genießen das Wetter, genießen das Meer. Hier bei 21 Grad in Evrensaki. Und jetzt sind wir wieder da, wo unsere Tour angefangen hat. An der Brücke vom Hafen von Evrensaki, liebe Leute. Wir haben eine Runde gemacht. Hier haben wir angefangen. Und hier endet auch jetzt wieder unsere Tour. Und morgen geht es dann in Richtung Cholakle. Das Hotel scheint auch sehr gut besucht zu sein. Das Seashell Hotel. Und hier nochmal der Blick in Ortsmitte. Ihr habt alle gesehen, wie schön belebt es hier ist. Vom Evren Beach. Bis zum Kumkaffee. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann alle einen schönen Tag. Und wir schauen mal, was wir heute Abend noch machen. Oder zum Spätnachmittag. Es kommt natürlich auch mal drauf an, was gerade im Laden los ist.
Aber jetzt ist gerade Nachmittagszeit da, wo es mittags sehr ruhig ist im Laden. Und dann kann ich auch gerne mal hier einmal durch die Gegend gehen. Und jetzt fahre ich wieder in Richtung Laden. Und wir haben auch bis 23 Uhr auf, liebe Leute. Also die Geschäfte draußen haben alle wie in der Hochsaison schon auf mittlerweile. Also wer am Abend gerne einkaufen will, shoppen gehen will, kann natürlich am Abend auch einkaufen gehen, raus aus dem Hotel. Und in Kumköy, Evrensäki, überall haben die Geschäfte lange auf. Das mache ich sehr gerne. Sonntags, wir haben jeden Tag auf. Wir haben über den Sommer jeden Tag auf. Im Winter ist unsere Urlaubszeit. Jetzt bin ich hier wieder bei meinem Auto. Und dann will ich mich verabschieden fürs Erste. Und dann bis später. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.